Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um einen Primark Haul. Und zwar für mich schon ein XL Haul, denn normalerweise komme ich mit einer Tüte da raus. Und in letzter Zeit habe ich so viel geshoppt, auch für die Kinder, dass ich wieder mal mit zwei vollen Tüten rausmarschiert bin. Und wer von euch meine Vlogs verfolgt, der hat ja gesehen, dass ich öfter bei Primark war in letzter Zeit. Und das meiste zeige ich euch ja auch gleich. Aber ein paar Sachen sind jetzt noch dazu gekommen, die ihr noch nicht gesehen habt. Und ja, da es einiges geworden ist, würde ich sagen, wir starten auch gleich. So, der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen fange ich jetzt mal mit den Sachen an, die ich für mich gekauft habe. Und zwar gibt es ja bei Primark immer so schöne Langarm-Shirts für wirklich wenig Geld. Und ich hatte mal Lust auf Streifen. Deswegen habe ich mir mehrere von diesen gestreiften Langarm-Shirts hier mitgenommen in Größe S. Das ist jetzt einfach so ein, ja, schwarz mit so einem, ich sag mal, Rostbraun. Gefällt mir richtig gut, schön herbstlich. Und die kosten jeweils 4,50 Euro. Was bei Primark auch der Fall ist, das steht auch überall an den Sachen dran, dass sie die Größen jetzt angepasst haben. Und ich glaube auch wirklich, dass sich da was verändert hat. Denn jetzt passen mir bei Primark tatsächlich andere Größen, wo ich vorher mit dem Arm nicht reingekommen bin. Und auch bei den Kindern habe ich das Gefühl, hat sich was verändert. Es steht auch überall auf den Etiketten Improved Sizes drauf. Und tatsächlich hat sich da wirklich was getan. Okay, daher habe ich mir das in S mitgenommen. Da hätte ich vor einiger Zeit noch gar nicht dran denken müssen bei diesen Shirts. Aber jetzt passe ich tatsächlich sogar mit Bauch noch rein. Also richtig cool. Und das gleiche habe ich mir nochmal mitgenommen in diesem schönen Blau. Fand ich auch sehr angenehm. Hat mir richtig gut gefallen. Gerade dann auch in Kombi mit so anderen Herbstfarben, so als Kontrast. Mag ich sehr. Und dann habe ich mir noch dieses in Senfgelb mitgenommen, weil ich diese Farbe ja auch wirklich, wirklich mag. Das ist allerdings eine XS. Als ich das eine Mal da war, gab es den nur noch in XS. Jetzt gibt es ihn auch in S. Aber in XS passe ich auch rein. Ist jetzt mit dem Bauch in der 35. Schwangerschaftswoche ein kleines bisschen enger. Aber es geht. Und das ist krass bei Primark. Also, dass mir jetzt XS passt, ist schon krass. Weil in XS bei Primark bin ich früher wirklich nicht reingekommen. Beim besten Willen nicht. Aber das so... Daran merkt man, dass sie tatsächlich einiges geändert haben. Ja, dann habe ich mir noch Pullover mitgenommen. Und zwar einmal diesen einfachen Strickpulli hier in Creme. Überhaupt nicht spektakulär. Aber was ich halt mag, sind diese Ärmel hier. Ich liebe ja diese Ärmel, die von dieses fluffige Fell haben. Gefällt mir total gut. Und der Pulli ist auch super, super weich und richtig, richtig bequem. Und den habe ich mir jetzt mitgenommen in Größe XS. Das hätte mir früher nicht gepasst. Also wirklich nicht. Also überhaupt kein Gedanke. Und hier ist das Schild, genau. Da kann ich es euch gleich mal zeigen. Das ist jetzt mittlerweile überall dran. Und daran merkt man halt, dass sie was geändert haben. Und ihr merkt es auch wirklich beim Anprobieren. Also ist eine deutliche Veränderung. Der hat übrigens 19 Euro gekostet. Genau wie der nächste. Das ist ein ganz, ganz schlichter, grauer Pullover. Mit so einem V-Ausschnitt und der ist auch wirklich richtig, richtig lang. Richtig schön, der geht bis über den Po, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Gefällt mir richtig gut und ich wollte einfach so einen schlichten grauen Pulli haben. Der hat jetzt auch 19 Euro gekostet und den musste ich sogar nehmen in Größe 2XS, damit er mir gut sitzt und er ist trotzdem nicht richtig, richtig eng. Er hat trotzdem noch hier und da richtig Luft, aber ich habe den erst in S angezogen, da war der viel zu groß. Dann in XS. Habe ich gedacht, der schlackert immer noch. Irgendwie sitzt der hier nicht, ne? Und dann habe ich ihn mal in 2XS angezogen und habe schon gedacht, ah, das kannst du doch vergessen. Aber tatsächlich habe ich da reingepasst und der passt richtig gut. Also da an diesem Improved Sizing ist tatsächlich was dran. Also achtet drauf beim Anprobieren und wenn ihr jetzt was kauft. Ne? Also kann sein, dass die Größen, die ihr früher gekauft habt, euch vielleicht jetzt viel zu groß sind. Also müsst ihr echt mal drauf achten. Weil bei Primark ist ja alles immer extrem klein ausgefallen. Also achtet da drauf beim Kaufen. Dann noch zwei Sweatshirts. Die musste ich einfach mitnehmen. Und zwar von Disney. Und ich liebe Disney. Es gab verschiedene Disney-Pullis und ich habe auch überlegt, den grauen mit Mickey Mouse mitzunehmen. Aber grau, ich wollte dann was mit Farbe und ich wollte auch nicht zu viel mitnehmen. Deswegen habe ich mich entschieden für diesen roten hier mit Minimäusen drauf. Ich finde den lustig, also total. Ich mag den. Der ist auch super, super weich und den musste ich aber wirklich in L mitnehmen. Also der hat mir in kleiner nicht gut gepasst. Der war in M, bin ich reingekommen, auch mit Bauch, aber es war hier
irgendwie nicht so angenehm. In L passt der aber richtig, richtig gut und der ist richtig schön weich. Mag ich sehr gerne. Der hat jetzt 10 Euro gekostet. Genauso wie der gelbe hier in diesem Senfgelb, den musste ich einfach mitnehmen, weil ich liebe ja diese Farbe aktuell. Und als ich den gesehen habe, habe ich den erst nicht in L gefunden, da war ich schon total fertig. Aber dann habe ich ein bisschen gewühlt, gewühlt, gewühlt und dann plötzlich war er da in L. Und ja, der ist genauso super weich und da ist einfach eine Mickey Maus drauf, finde ich total süß, hatte ich auch schon an, mega bequem und der hat eben auch 10 Euro gekostet. Ja. Dann habe ich mir noch mitgenommen eine Jacke. Und zwar hatten sie diese ganz dünnen, ich weiß nicht, ob das jetzt Thermojacken sind. Sie fühlen sich an wie die Thermojacken, die es neulich bei Lidl gab. Diese Lightweight Thermojackets, die habe ich euch, glaube ich, auch in irgendeinem Vlog mal gezeigt, dass ich Annabelle so eine blaue Jacke gekauft habe. Finde ich total toll. Und jetzt hatten sie die eben auch für Erwachsene bei Primark. Da steht eigentlich nur drin, Super Light Packable Jacket. Und das ist diese hier. So sieht die aus. Und die ist auch wirklich mega, mega leicht. Die wiegt fast gar nichts. Und ich finde, sie hält aber auch ganz gut warm. Kann ich nicht meckern. Sie geht jetzt halt nur bis knapp über den Gürtel. Die ist nicht mega lang. An sich trage ich sowas nicht so oft im Herbst. Aber es war einfach die Farbe. Ne? Ich habe die Farbe gesehen und ich wollte die unbedingt haben. Dabei war auch so ein Beutel. Und wenn man die zusammenrollt, soll die da tatsächlich reinpassen. Bei Annabelles Jacke war das auch dabei. Und auch bei dieser extrem leichten Weste von Armani, die ich meinem Mann geschenkt habe, da war auch sowas dabei. Das lässt sich wirklich einrollen und einpacken und dann passt das in diesen kleinen Beutel wie so ein Mini-Zwergschirm. Also schon cool. Und wie gesagt, es war die Farbe. Die haben ursprünglich 16 Euro gekostet und es war irgendwie so New in 13 Euro Preis. Habe ich mir mitgenommen in Größe M. Größe M passt auch gut. Kleiner hätte ich sie jetzt auch nicht nehmen müssen. Größer auch nicht unbedingt, weil ich glaube, in größer wäre sie dann zu weit gewesen. So in M passt der Bauch gerade noch rein. Und ja, für die Zukunft dann ist das okay. Ja, ich fand die Farbe einfach toll. Gab es auch in verschiedenen Farben. Gab es, glaube ich, in so einem Creme-Weiß, in Schwarz, in Blau, Rot. Aber ich habe mich eben für dieses Senfgelb entschieden, weil ich das einfach so mega, mega schön finde. Dann kamen noch ein paar Accessoires mit und ich bin ja so ein absoluter Mützen-Junkie. Ich gucke ja immer bei den Mützen bei Primark. Und die Mützen finde ich auch richtig, richtig schön. Und eine habe ich gefunden, die musste einfach mit. Und zwar ist das diese hier. Das ist einfach so eine ganz, ganz, ganz weiche Strickmütze mit Perlen drauf. In so einem Farbton, der echt schwer zu beschreiben ist. Ich würde sagen, es ist eher so ein in der Modewelt oder in der Deko-Welt beschrieben als so ein Champagnerton, denn es ist nicht wirklich Creme, aber auch nicht Rosé. Also ihr seht es an meinem Pulli, ich habe ja schon so einen dezent alt-roséfarbenen Pulli, das ist nicht dieselbe Farbe. Aber ein Creme ist es halt auch nicht wirklich. Es ist wirklich so ein Mix und ich würde sagen, das wäre so Champagner vielleicht. Ne? Also richtig, richtig schön, mag ich total gerne und die hat jetzt 5 Euro gekostet. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, eine, die ich schon im letzten Jahr gesehen habe, aber verpasst habe, mir zu kaufen. Und zwar für 5 Euro diese graue Mütze hier. Die hat den Bommel, mag ich ja total gerne. Und hat auch so kleine Silberglitzersteine und Perlen drauf. Also ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Finde ich mega, mega schön. Ich mag sowas total gerne. Und grau geht ja bei mir immer, deswegen habe ich mir die auch noch mitgenommen. Dann noch was für die Ohren. Das war jetzt eine Spielerei, aber ich konnte tatsächlich nicht anders, weil ich sowas auch noch nicht habe. Und zwar habe ich mir Ohrenschützer mitgenommen. Und zwar von Disney in Mickey Maus Form. Da ist auch hier so eine kleine Mickey Maus auf beiden Seiten dran. Total süß und ich fand es einfach cool, wenn man die dann so aufsetzt, dann hat man hier diese Mickey Ohren. Ich fand das einfach cool. Jetzt höre ich nichts. So, und die musste ich mir einfach mitnehmen. Ich habe die gesehen und ich dachte, oh nein, das machst du nicht, das machst du nicht. Doch, du machst das. Also habe ich sie mir mitgenommen. Ich sagte, du hast 2 Kinder bald und da kannst du dir das erlauben. Ja, die haben jetzt 4 Euro gekostet. Hätten die jetzt 12 Euro gekostet, glaube ich, hätte ich es nicht gemacht. Aber für 4 Euro musste ich sie mitnehmen. Und das ist auch so ein ganz weiches Fell. Richtig, richtig schön. Gefällt mir sehr gut. Und passend dazu habe ich mir dann so einen einfachen Schal hier mitgenommen. Weil, ja, passend in diesem Fell einfach. Ich habe natürlich Halstücher, Pashmina-Schals, aber ich fand, das passt nicht. Und da das beides dieselbe Felloptik ist, habe ich gedacht, okay, musst du mitnehmen. Und der hat jetzt gekostet 5 Euro.
Und den gleichen habe ich mir nochmal mitgenommen in diesem schönen Altrosé. Einfach weil ich eine Mütze habe vom letzten Jahr, auch von Primark. Die geht so ein bisschen in die Richtung von dieser hier. Aber genau in diesem Farbton. Und ich habe dann nicht genau gewusst, was ich dazu tragen soll, weil ich keinen Schal habe in diesem Ton oder ein Tuch. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das müsste doch dieselbe Farbe sein. Nimmst du mit. Und ich habe schon geguckt, passt perfekt. Hat auch 5 Euro gekostet und musste mit. So, und dann habe ich mir noch 2 Paar Handschuhe mitgenommen. Und zwar diese hier. Die haben nämlich vorne diesen Finger, mit dem man, ihr seht das an dem Symbol, den Touchscreen am Handy berühren kann. Das funktioniert. Und die hatten jetzt nur noch welche in einem schönen Grau mit Silberglitzer. Habe ich mitgenommen, weil ich sehr, sehr viel in Grau habe. Da passt das. Und in Schwarz, aber leider nicht in Neutralschwarz, sondern halt nur mit diesen Glitzer-Applikationen hier am Bund und am Finger. Finde ich aber nicht schlimm. Ich finde, das passt ganz gut zu meinen Mickey-Maus-Ohren. Also finde ich ganz okay. Und die haben jetzt jeweils 1,50 Euro gekostet, deswegen habe ich sie eingepackt. Und es funktioniert auch. Ich habe das im Laden ausprobiert, ob das wirklich funktioniert mit dem Handy-Display. Und es klappt tatsächlich sogar mit meiner dicken, fetten Hülle drauf. Also alles super. Und ich habe gedacht, für 1,50 Euro nehme ich mir 2 Paar mit. Ja, das finde ich nämlich super, weil es ist doch immer blöd im Winter, wenn man dann unterwegs ist und immer aufs Handy gucken will und immer die Handschuhe ausziehen muss. Deswegen finde ich gut. So, das war an Kleidung das, was ich für mich mitgenommen habe. Jetzt kommen wir mal zur Beauty-Abteilung. Durch die Beauty-Abteilung bin ich nur mal kurz durchgehuscht. Ich meine, die ist ja mittlerweile bei uns richtig, richtig groß. Und man sieht ja schon High-End-Marken, die da kopiert werden sollen. Ich kaufe mir das eigentlich nicht, weil ich denke, die Quali ist nicht so gut. Ich gehe dann lieber gleich zu Sephora. Aber ich habe da 2 Sachen gesehen, die mich wirklich angesprochen haben. Und habe mir die eingepackt. Und zwar einmal... Hatte ich früher schon, habe ich aber momentan nicht mehr, eine Gel Ball Eye Mask für 1,50 Euro, die man in den Kühlschrank legt und dann auf die Augen. Bei geschwollenen Augen oder wenn man mal richtig schlecht geschlafen hat, dass man sich einfach das kühlende Gelpad mal für 10 Minuten auf die Augen legt und dann hilft es ja meistens schon ein bisschen. Und das habe ich mir einfach mitgenommen, weil ich keins mehr hatte. Und dann, das fand ich einfach lustig und wollte es unbedingt ausprobieren, eine Full-Face-Gel-Mask. So sieht die aus. Die hat hinten einfach so Klettverschlüsse, damit man sich die am Kopf festmachen kann. Und die hat 3 Euro gekostet, deswegen habe ich sie mitgenommen. Die kommt auch in den Kühlschrank, steht auch drin. Nicht länger als 20 Minuten und auch nicht in die, Gefriertruhe tun. Also nur Kühlschrank. Ich kann sie ja mal rausholen, dass ihr die mal sehen könnt. Ja, so sieht die aus. Und hinten hat sie eben diese Klettverschlüsse. Ja, und dann wird die so aufs Gesicht gelegt. Wenn man mal richtig schlecht geschlafen hat und mal einfach was für sein Gesicht tun will, um sich ein bisschen zu erfrischen und ein bisschen aktiver und lebendiger auszusehen, ist es vielleicht ganz witzig. Und hat jetzt eben 3 Euro gekostet, deswegen habe ich sie mal eingepackt. Dann habe ich noch Geschenkpapier mitgenommen. Das eine hat sich Annabelle selber ausgesucht. Und zwar ist es dieses Metallic Rosé mit Weiß. 5 Meter für 2 Euro. Ich denke, da kann man nicht meckern. Und ich habe ja demnächst einiges einzupacken. Der erste Teil meiner Toni-Lieferung ist ja schon gekommen. Und die Toni-Box kommt auch bald. Also ich habe da einiges einzupacken. Und dann habe ich noch eins gesehen, was ich unbedingt haben wollte, auch für die Mädchen. Denn ich bekomme ja noch ein Mädchen. Ich habe ja dann 2 Mädels und kann meine Girly-Phase voll ausleben. Da kann keiner was sagen. Und zwar dieses in rosa Flieder mit silbernen Einhörnern. Das fand ich jetzt auch ganz hübsch. Und das sind eben auch 5 Meter, 2 Euro. Kannst du nicht meckern. Ja. Dann habe ich mir in der Primark Kinderabteilung noch 3 von diesen Spucktüchern, also diesen Baumwolltüchern mitgenommen, in den Maßen 70x70. Die kamen in diesem Zipperbeutel und da haben 3 Stück 4,50 Euro gekostet. Ich habe die jetzt schon gewaschen und gebügelt, deswegen sind die schon draußen. Und ich habe mich dafür grau entschieden und das war einmal ein neutrales graues Tuch und dann einmal ein weiß-grau gestreiftes. Und dann eins in weiß mit grauen Wölkchen und Sternen. Fand ich ganz süß. Für 4,50 Euro habe ich gedacht, nehme ich es mit. Und dann habe ich noch eingepackt ein Nackenkissen. Ich bin ja eigentlich niemand, der auf der Reise im Flugzeug Nackenkissen braucht, weil ich im Flugzeug so in sitzender Position einfach gar nicht schlafen kann. Also das ist wirklich ganz schlecht bei mir. Aber
Meine Mutter hat so ein Nackenkissen und das hat sie Annabelle auf der Couch schon immer hier so um den Bauch gelegt. Das findet Annabelle super, weil da legt sie dann ihre Arme drauf oder stellt ihren Teller ab. Das findet sie ganz cool. Und dann habe ich gesehen, dass es dieses Nackenkissen hier gab in der Kinderabteilung. Hier unten mit schönen weißen Punkten und der rosa Schleife. Ich fand das so süß und oh, das musste ich einfach mitnehmen. Das gab es auch von Mickey Mouse, also in anstatt rosa mit rot. Aber da bei uns ja mit den Mädchen alles eher so grau-rosé ist, habe ich gedacht, nehme ich das hier mit. Ich fand das einfach total cool. Und es hat 8 Euro gekostet, deswegen durfte es mitkommen. Und dann habe ich noch eine Decke gekauft, weil ich ja noch nicht genug Decken gekauft habe. Aber ich habe wirklich gedacht, eine Decke kann ich noch gebrauchen. Und ich glaube, diese Decke hätte ich sogar mitgenommen, wenn ich keine gebraucht hätte, weil ich hatte die vorher nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die bei den Disney-Sachen neu war oder ob ich die beim letzten Mal einfach nicht gesehen hatte oder ob die ausverkauft gewesen war. Wird ja immer mal nachgefüllt bei Primark. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe sie gesehen und sie musste einfach mit. Und zwar ist das diese hier. Aristocats. Mit der Katze Marie drauf. Ist das nicht süß? Und da bei uns ja alles in diesem Weiß-Rosé-Grau ist, habe ich einfach gedacht, okay, die musst du mitnehmen. Weil wenn man hier mal guckt, das sind ja genau die Farben, die die Katze hat. Deswegen, ich musste die einfach mitnehmen. Ich fand die so mega süß. Aristocats ist jetzt überhaupt nicht so mein Film eigentlich. Ich kann mich an den kaum erinnern. Ich habe den nur einmal gesehen. Aber ich glaube, so toll fand ich den nicht. Aber das Motiv dieser kleinen Katze ist halt immer so süß für Mädchen. Es ist zwar wirklich girly, aber ich finde es einfach mega süß. Deswegen durfte die Decke mit. Und genau wie die Decken, die ich auch in meinem Kleinkind-Baby-Haul gezeigt habe, hat sie 8 Euro gekostet. Und ja, dafür habe ich mir das jetzt einfach mal gegönnt. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen für Annabelle mitgenommen. Und zwar einmal Haarspangen, die sie sich selber aussuchen durfte. Und sie stand irgendwie voll auf diese Blumen- und Rosé-Optik und wollte die hier mitnehmen. Das sind einmal für 2 Euro diese Haarspangen gewesen. Und für 2 Euro die hier mit den Blümchen. Sie wollte sie haben. Ich fand sie auch ganz süß. Und sie wollte sie, also habe ich sie ihr mitgenommen. Dann hatte ich für sie noch ein Set mitgenommen, das 16 Euro gekostet hat. Das bestand einmal aus diesem weißen Shirt mit dem silbernen Einhorn. Und das hat auch überall so Glitzerpünktchen drauf. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Und darüber gehört eben diese graue Strickjacke, auch mit Silber durchwirkt. Also richtig süß, das gehört zusammen. Das war so ein Zweier-Set eben für 16 Euro gewesen. Also so fand ich süß, habe ich ihr mitgenommen. Genauso wie ein Set, das sie sich selber ausgesucht hat. Und zwar dieses hier. Dieses Pulloverkleidchen mit den Schmetterlingen. Das fand sie irgendwie total cool. Da ist sie nicht von weggegangen, das wollte sie haben. Und ja, das habe ich ihr dann eben auch mitgenommen. Und das kommt mit einer Strumpfhose. Und das habe ich mitgenommen in Größe 122, weil ich habe mir gedacht, bei ihrer Größe, ich habe es auch angehalten, wenn es wirklich ein Kleid sein soll, das jetzt noch ein paar Tage passt, muss ich 122 nehmen. Und das hat 12 Euro gekostet. Das andere Set mit dem Einhorn, das habe ich übrigens in 116 mitgenommen. Ja, und in 116 habe ich hier auch noch 2 Pullis eingepackt, die ich total schön fand. Einmal diesen hier in diesem schönen kühlen Grau. Ich mag ja dieses Material. Das ist so super weich, so schön. Und auch daran merke ich, dass die an den Größen was getan haben, weil der in 116 passt ihr wirklich richtig, richtig gut. Der hat 8 Euro gekostet. Und denselben habe ich dann nochmal mitgenommen in Rosé, weil ich das einfach so schön fand. Das waren, glaube ich, auch die einzigen Farben, die es gab. Vielleicht gab es noch Schwarz, aber Schwarz wollte ich jetzt nicht. Und ja, die sind einfach mega weich und richtig, richtig schön. Musste ich mitnehmen, fand ich toll. Den habe ich jetzt erst nachgekauft. Den hatte ich schon in der Waschmaschine. Der hat auch alles gut vertragen. Ich habe ihn allerdings im Wäschebeutel gewaschen. Es gibt so ein paar Sachen, die packe ich in Wäschesäcke rein, aus Vorsicht einfach. Und ich hatte mal aus diesem Material einen von Zara im Sale gekauft, in so einem Rosé einfach. Und den hatte ich in der Waschmaschine und der war danach völlig ruiniert. Da waren überall Fäden draußen und die Maschen haben sich aufgelöst. Also der war komplett hin. Und das fand ich echt armselig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so günstig war der gar nicht. Und deswegen habe ich diesmal gedacht, zur Sicherheit, ich packe es ins Wäschenetz. Und tatsächlich, ob es daran lag oder ob einfach die Qualität jetzt besser war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat der es unbeschadet überstanden. Bin ich zufrieden und ich bleibe einfach mal dabei.
Ja, dann habe ich ihr noch mitgenommen ein Kleidchen, das war reduziert. Das hätte ursprünglich gekostet 8 Euro und war jetzt auf 3 Euro reduziert. Und ja, für nächstes Jahr schon, habe ich gedacht, mit Minimaus. So sieht's aus. Ich fand es total süß und ich habe gedacht, so ein einfaches, lockeres Baumwollkleid, das geht im Sommer immer, gerade auch bei meinen Eltern im Garten. Wenn sie im Planschbecken war, das ist immer schnell übergeworfen. Und mit der Größe war es halt ein bisschen schwierig. Bei Primark ist Größe 122 ja auch 6 bis 7 Jahre. Ach, Annabelle trägt ja eh eine große Größe, weil sie echt lang ist, ne? Also sie ist ja richtig groß. Und ja, in 116 habe ich gedacht, ist es hier besser, weil hier ist es schon irgendwie sehr breit, aber in 116 ist es zu kurz. Also das wäre ihr nächstes Jahr auf jeden Fall zu kurz, das wäre jetzt schon eher so ein Tunika-Kleidchen als Kleidchen und nächstes Jahr passt ihr das auf gar keinen Fall mehr und es soll ja schon ein Kleid sein und das Kind ist 3 Jahre alt, es braucht kein Mini-Kleid, das soll schon ein bisschen über den Po reichen. Deswegen habe ich gedacht, okay, 122, es sieht zwar hier noch ein bisschen locker aus, aber das ist ja egal. Hauptsache luftig und Hauptsache bequem. Gut. Und dann habe ich hier noch ein T-Shirt mitgenommen, weil das eben auch reduziert war. Und zwar von 5 Euro oder 7,50 Euro. Von 7,50 Euro auf 3 Euro. Und zwar dieses hier. Ich fand das ganz witzig. Und für 3 Euro habe ich gedacht, nehme ich es mit. Es hat auch noch richtig schönes Material. Es ist stretchig. Und so eine richtig kühle Baumwolle. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Gefällt mir richtig gut. Sehr leichter Stoff. Hier oben sind wieder Wendepaletten dran. Das findet sie ja immer witzig, ne? Da spielt sie ja gerne mit. Unten kann man so ein bisschen binden. Und ich habe es mitgenommen in Größe 116, weil ich fand, dass das extrem groß ausgefallen ist. Also ja, finde ich okay. Und für 3 Euro kann man nichts sagen. Und dann habe ich ihr zum Schluss noch Hausschuhe mitgenommen. Sie hat auch festere Hausschuhe, also alles mit weicher Sohle. Denn bei Kindern ist eine weiche Sohle eigentlich richtig, richtig wichtig, ne? Also ich sehe immer wieder, dass Leute kleinen Kindern so feste Schuhe anziehen und auch zu Hause. Und das ist ja eigentlich gar nicht so gewollt. Für das Wachstum des Fußes ist es ja eigentlich bei Kindern wichtig, dass sie oft auf Socken oder mit so ganz weichen Sohlen rumlaufen. Und sie hat zwar auch andere Hausschuhe, und trägt natürlich draußen mittlerweile normale Kinderschuhe, aber für drin lasse ich sie noch ganz oft mit Rutschsocken laufen oder eben einfach mit solchen Plüschi-Hausschuhen, weil das ja ganz, ganz weiche Sohlen sind. Und die, die sie hat, die sind jetzt abgenutzt. Da nutzen sich halt diese Anti-Rutschnoppen sehr, sehr schnell ab, finde ich. Und ihre, habe ich jetzt neulich gesehen, sind hier schon überall weg. Das ist natürlich dann auch gefährlich, wenn sie Vollgas gibt. Und ich habe die hier gesehen mit Frozen. Und habe mir gedacht, die sind doch süß, die nimmst du mit. Ich wollte eigentlich erst neutrale Weiße nehmen, aber ich gedacht, nee, Quatsch, ist ein Kind. Und sie kennt ja Frozen, sie hat den Film einmal gesehen. Mussten wir ausmachen, als das Schneemonster kam, das Elsa erschaffen hat. Da hat sie Angst gehabt und sie will ihn auch nicht nochmal gucken. Sie redet zwar total abgeklärt mittlerweile, aber sie will ihn nicht sehen. Trotzdem kennt sie Elsa und Anna und Olaf und findet es auch witzig. Und deswegen habe ich ihr die mitgenommen und die haben jetzt 6 Euro gekostet. Das ist Größe 23 bis 26. Sie trägt aktuell 26, 27, aber von der Größe her würde ich sagen, die passen auf jeden Fall. Und die nächste Größe war dann halt über 30 schon und die waren einfach zu groß. Ne? Weil wenn die Kinder rausrutschen, dann hat es ja auch keinen Wert. Ja, fand ich hübsch, mussten mit. So, und als guten Übergang zu den Babysachen von Hannah, also zu den kleineren Größen, habe ich hier noch diese Halstücher mitgenommen. Ich habe mich ja total verliebt. Die waren so süß. Und die können ja eigentlich beide tragen. Ich habe sie jetzt mal vorrangig eigentlich für Hannah mitgenommen, aber eigentlich könnte Annabelle die auch noch tragen. Die passen ja allen beiden. Annabelle vielleicht sogar besser. Und ja, da hat dieses Dreierpack 5,50 Euro gekostet und ich musste es einfach mitnehmen, weil ich fand es so, so süß. Da ist einmal unten diese Minimaus drauf mit der silbernen Schleife, dann hier lauter kleine Minimäuse und dann einfach nochmal ein neutrales hier gestreiftes, wo drauf steht Minimaus. Fand ich total süß, musste ich einfach mitnehmen, konnte ich nicht dran vorbei, ne? Also geht gar nicht, musste mit, war total niedlich und ja, ich denke, das können sie wirklich beide tragen, obwohl das von der Größe her dann vielleicht doch eher Annabelle passt, aber die hat so viele Halstücher, ich weiß noch nicht, vielleicht hebe ich die auch für Hannah auf.
damit haben wir den Übergang zu Hannas Sachen. Und das sind auch wirklich so gut wie keine Babysachen. Es sind einfach ein bisschen kleinere Größen, wo ich was mitgenommen habe. Aber nicht wirklich Babysachen. Ich finde das nämlich super schade. Bei Primark ist es so bis Größe 98, mit Disney noch richtig, richtig gut. Dann ab und zu hat man Glück und kommt noch mit der 116 irgendwie durch. Aber alles, was dann größer ist, 122 und größer, ist nicht mehr so viel Disney und ist dann mehr so gedeckter. Ne, also mehr so modern. Finde ich ein bisschen schade. Für Annabelle finde ich da gar nicht mehr so viel, aber ich gucke trotzdem immer. Aber deswegen tobe ich mich bei Hannah noch ein bisschen aus und mir fehlen ja noch so ein paar Sachen in Größe 74 bis 86. Da kann ich noch ein bisschen was kaufen, weil das waren die Sachen, wo wir bei Annabelle schon aussortiert hatten, weil wir dachten, wir kriegen ja kein zweites Kind. Und da haben wir nicht mehr so viel. Alles danach muss ich echt gucken, weil da habe ich noch so viel von Annabelle. Aber so bis 86 kann ich mich noch ein bisschen ausleben. Und was ich an Babysachen brauche, ist maximal noch 50. Weil mir die Ärztin ja schon gesagt hat, dass sie bei der Geburt wahrscheinlich zarter sein wird, so wie Annabelle auch war. Und das wäre dann Größe 50. Da hat Primark nicht so viel. Eine Sache, die ich aber gefunden habe, war dieser kleine, süße Winnie-Pooh-Strampler hier. Für mich ganz wichtig immer, dass das vorne zum Knöpfen ist. Gerade in Größe 50. Da sind die Kinder ja... Da denkst du ja, die kriegst du in Zewa eingewickelt. Ne? Und da will ich wirklich Wickelsachen haben und nicht noch Arme hoch über dem Kopf und machen und tun. Oh, ich mag das gar nicht. Da ist mein Mann besser. Der mag es auch nicht, aber er kriegt es hin. Ich mag das ja gar nicht leiden. Ich krieg's auch hin. Aber ich finde es einfach angenehmer, wenn man das Kind einfach so einwickeln kann. Finde ich viel schöner. Und dazu gehörte auch ein kleines Mützchen mit Winnie-Pooh drauf. Und das Set hat jetzt gekostet, ich habe es schon gewaschen, ich weiß es nicht. Ich habe es im Vlog gesagt, ich glaube 10 Euro hat es gekostet. Und das war auch eins der wenigen, das sie eben in 50 hatten. Sie hatten auch noch ein total süßes Set mit Tinkerbell, fand ich total schön. Aber das war halt wieder so ein Baumwollschlafi mit einem Body und einem Halstuch und ich glaube ein Mützchen. Mützchen wäre noch okay gewesen, Halstuch auch, aber dieser Body, das war halt wieder kein Wickelbody und das wollte ich nicht. Und das Set war jetzt auch nicht so günstig, deswegen habe ich gesagt, nee, in 50 brauchst du sowas nicht. Habe ich gelassen. Das war auch das Einzige in der kleinen Größe, was ich mitgenommen habe. Außer Newborn-Socken habe ich ihr noch mitgenommen. Drei Paar für 2,50 Euro und die habe ich mitgenommen, weil wieder Aristocats drauf sind. Ich finde das so niedlich. Einmal hier die Katze, dann... In Grau fand ich auch süß, wie sie da grinst. Und dann nochmal, kann man das erkennen? Ja, hier mit dem Katzenkopf. Finde ich schön und die sind auch so doppelt gearbeitet. Also die sind jetzt nicht ganz dünn, die haben noch so eine Doppelfütterung drin, aber ohne irgendwo kratzig zu sein, die sind super weich. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, die nimmst du auch noch mit. Ja, dann habe ich ihr noch zwei Hosen mitgenommen in Größe 80 für nächsten Winter schon. Die habe ich Annabelle auch immer gekauft, denn ich liebe bei Primark diese Strickleggings. Ich finde die richtig schön, weil die wirklich einen Ticken wärmer noch sind als normale Leggings und sie einfach getragen ein bisschen edler aussehen als einfach nur normale Leggings. Ja, durch dieses Strickmuster drin sieht es einfach irgendwie noch ein bisschen winterlicher und schicker aus. Und die habe ich jetzt deswegen mitgenommen. Die hat Primark jedes Jahr. Aber ich sehe halt jedes Mal eine Farbe, die ich noch nicht hatte. Und dieses Mint... habe ich halt noch nie gesehen bei Primark. Und ich habe gedacht, bevor sie es nächstes Jahr nicht haben, nehme ich die schon mal in 80 für Hannah mit. Und die hat jetzt gekostet 6 Euro. Genauso habe ich mir mitgenommen diese hier. Die finde ich nämlich auch immer total süß. Klar, passt da nicht so viel zu. Da muss man so unifarbene Pullis zu nehmen. Hätten sie die für Annabelle gehabt, hätte ich ihr die mitgenommen zu dem grauen Pulli, den ich gekauft habe. Total cool. Aber die gab es nur bis Größe 98 und das ist Annabelle wirklich zu kurz. Also geht gar nicht. Aber für Hannah habe ich jetzt schon eine mitgenommen, weil das ist ein Muster, das ich auch noch nie gesehen hatte. Ein ähnliches gab es, aber das hier direkt mit den Hasen in diesen Farben habe ich noch nicht gesehen und deswegen musste ich die auch für 6 Euro mitnehmen. Dann habe ich noch mitgenommen einen Kuschelanzug und zwar einen von diesen fluffigen hier, so ein Zweiteiler. Die liebe ich ja total, ich finde die total schön. Den wollte ich eigentlich für Hannah in einer kleineren Größe, aber den gab es erst in 98 und dann auch nur bis 122. Und dann habe ich gedacht, okay, 98 weiß ich jetzt nicht so genau, ob das dann passt im Winter. Ich nehme mal 122 mit, da kriege ich ja eventuell Annabelle auch noch rein. Wenn ich auch finde, für einen 122 sieht es klein aus. Aber ich habe ihn mitgenommen, weil ich die Farben einfach total genial finde. Vielen ist es vielleicht zu knallig. Ich finde es toll. Und zwar von Paw Patrol. Dieses Oberteil finde ich total schön von den Farben her. Also gefällt mir richtig gut. Moment, ich mache mal diesen Zettel hier ab. Der versaut ja alles. So. So sieht er aus. Ich finde den total niedlich.
Und was mir eigentlich am besten gefallen hat, war dazu die passende Hose. Ich mache das mal ab, Moment. So, das ist die Hose dazu. Und ich fand die einfach von den Farben her total cool. So richtig knallig, bunt, fröhlich. Jetzt für die Winterzeit finde ich richtig, richtig gut. Die Hose passt auch. Die ist ihr vielleicht sogar so einen Ticken zu groß. Die passt ihr vielleicht sogar nächstes Jahr. Aber das Oberteil sah halt sehr knapp aus. Deswegen habe ich 122 genommen. Und der hat jetzt gekostet 9 Euro. So, und als letztes habe ich für Hannah noch ein Set mitgenommen, eigentlich auch schon für nächstes Weihnachten. Ich hoffe, dass die Größe hinhaut. Ich habe 86 genommen, weil der Pulli doch ein bisschen enger ausfällt und nicht so mega stretchig ist. Deswegen habe ich es mitgenommen. Ich hätte es auch so gern für Annabelle gehabt, aber da gab es das leider nicht mehr in der richtigen Größe. Deswegen habe ich es für Hannah mitgenommen und habe gedacht, lieber eine 86 als eine 80, weil ich will, dass es passt. Lieber ein bisschen größer als zu klein. Aber ich musste es einfach haben und zwar auch von Disney. Und zwar dieses Set hier. Einfach so ein schöner grauer Pulli. Der ist auch mega weich mit Minimaus vorne drauf. Finde ich total schön. Hat mir super gut gefallen. Und dazu gehört diese Leggings. Die Leggings wäre gar nicht entscheidend gewesen. Ich hätte das auch mit einer schwarzen oder mit einer roten Leggings angezogen. Vielleicht so einer Strickoptik auch. Aber mega süß. Also richtig schön. Das ist auch so ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen Velour-artig. Es ist kein Fell, es ist so Velour-artig. Aber auf jeden Fall ist es abgesetzt. Auch Glitzer ist drauf. Also richtig, richtig süß. Und das hat gekostet 11 Euro. Und ich muss das halt einfach in der Größe mitnehmen, weil ich wollte es unbedingt haben. Ich finde es so süß. Ich glaube, wenn es das als Hausanzug für Erwachsene gegeben hätte, hätte ich es mir gekauft und für Annabelle auch noch. Und dann wären wir im Partnerlook gegangen, weil ich finde das total niedlich. Wenn es den Pulli für Erwachsene gegeben hätte, hätte ich mir den auch gekauft. Also definitiv, finde ich total schön. Ja. Übrigens, was ich auch gefragt wurde oftmals, ist, wo diese Wärmflasche her ist, die manchmal im Hintergrund aufblitzt. Und ja, die ist auch vom Primark. Die gibt es auch noch. Ich habe die noch gesehen. Die war jetzt bei uns im Nordwestzentrum, aber nicht mehr unten bei Primark Home im Keller unten, im Untergeschoss, sondern im Erdgeschoss an der Kasse. Da hing die. Da gab es die noch. Also unten im Untergeschoss bei den Kindersachen war die nicht mehr. Die war unten im Erdgeschoss an der Kasse hinten. Also da hat man die noch gefunden. Also gibt es auf jeden Fall noch. Die hat 9 Euro gekostet. Ist eine 1 Liter Wärmflasche und soll angeblich nicht in den Trockner, aber ich hatte sie schon im Trockner und da ist überhaupt nichts passiert. Also alles ist gut. Ja, also für die, die immer fragen, woher Dumbo ist, von Primark gibt es auch noch. Ja. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war alles, was ich bei Primark geshoppt habe. Für meine Verhältnisse war das schon wirklich, wirklich viel. Aber ich finde, bei den Kindern kann man sich auch dumm und dämlich kaufen. Ich hätte noch tütenweise einpacken können, aber die Tatsache, dass ich mich in Größe 50 halt auf so Wickelsachen beschränke, das rettet mich dann schon so ein bisschen und dass ich in größeren Größen eigentlich schon genug habe und ja, in den Größen, die mir dann noch fehlen, war dann wieder nicht mehr so viel Disney da, deswegen, aber ich könnte mich da wirklich dumm und dämlich kaufen, ganz, 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 ganz schlimm bei Primark im Moment, ganz, ganz schlimm und ich könnte auch wirklich jeden Tag da hinfahren und würde immer wieder was Neues finden, ne? Also es ist furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so Disney-Junkies seid. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.